Was ist eigentlich die G20? Im Interesse einer nachhaltigeren Zukunft müssen sich die Nationen dieser Welt sowohl den Chancen als auch den Bedrohungen der Globalisierung stellen. Dazu haben sie Institutionen eingerichtet, die einer Reihe gemeinsamer Ziele dienen. Insbesondere wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine Familie weltumspannender Institutionen gegründet. Das bedeutet, dass fast jedes Land der Welt ihnen angehört. Diese Institutionen begegnen globalen Herausforderungen, vergeben Entwicklungskredite und fördern finanzielle Stabilität. Die Vereinigten Staaten und Europa übernahmen das Steuer der internationalen Finanzinstitutionen. In letzter Zeit jedoch ist die Welt multipolar geworden. Länder wie Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, gemeinhin als BRICS bezeichnet, wurden es leid, immer um ihren fairen Anteil an Stimmen und Einfluss in diesen Institutionen ringen zu müssen. Sie gründeten deshalb ihre eigenen. Zusätzlich zu diesen Institutionen, denen sich jedes Land anschließen kann, gibt es noch exklusive Regierungsclubs wie die G20. Hier kommen 5 wissenswerte Fakten über die G20. Erstens, die G20 ist ein elitärer Club. Dieser Club besteht aus 19 Ländern und einer Region der Europäischen Union. Ihm gehören traditionelle Mächte wie die USA und europäische Länder an, aber auch aufstrebende Mächte wie China, Indien und Indonesien. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gründeten die G20 im Jahr 1999, um den Folgen einer Finanzkrise in Asien zu begegnen. Hierfür wählten sie Länder mit großen Volkswirtschaften, zu denen sie ein gutes Verhältnis hatten. Im Jahr 2008 trieb die durch die USA ausgelöste weltweite Finanzkrise die Kosten für Lebensmittel und Treibstoff in die Höhe. Viele Menschen mussten hungern und verloren Arbeit, Heim und Einkommen. In Erwiderung auf diese Krise hielt die G20 ihr erstes Gipfeltreffen ab. Die G20 bezeichnet sich selbst als das führende Forum für internationale Wirtschaftskooperation. Zweitens ist es oberste Priorität der G20, die Welt vor Finanzkrisen zu schützen. Um eine globale Depression abzuwenden, verpflichtete sich jedes Mitgliedsland der G20 zu einem bedeutsamen Ausgabenplan, besonders im Jahr 2009. Diesem gemeinsamen Stimulus während der großen Rezession wird allgemein zugeschrieben, eine Weltdepression mit verhindert zu haben. Allerdings hat sich die Weltwirtschaft nicht vollständig oder nachhaltig erholt. Die G20 arbeitet nicht mit der gebotenen Dringlichkeit an der Vollendung ihrer Finanzreformagenda, um eine erneute Krise abzuwenden. Es sind alarmierende Entwicklungen zu verzeichnen, wie etwa deutliche Einbrüche in Handel, Investitionen und Wachstumsraten und hohe Arbeitslosigkeit in vielen Ländern. Bis 2016 haben die Bemühungen der G20 um Wachstum und Investitionen überdies wesentliche Probleme wie Ungleichheit und Klimawandel praktisch ignoriert, obwohl diese untrennbar mit finanzieller Stabilität verbunden sind. Was ist eigentlich die G20? Im Interesse einer nachhaltigeren Zukunft müssen sich die Nationen dieser Welt sowohl den Chancen als auch den Bedrohungen der Globalisierung stellen. Dazu haben sie Institutionen eingerichtet, die einer Reihe gemeinsamer Ziele dienen. Insbesondere wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine Familie weltumspannender Institutionen gegründet. Das bedeutet, dass fast jedes Land der Welt ihnen angehört. Diese Institutionen begegnen globalen Herausforderungen, vergeben Entwicklungskredite und fördern finanzielle Stabilität. Die Vereinigten Staaten und Europa übernahmen das Steuer der internationalen Finanzinstitutionen. In letzter Zeit jedoch ist die Welt multipolar geworden. Länder wie Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, gemeinhin als BRICS bezeichnet, wurden es leid, immer um ihren fairen Anteil an Stimmen und Einfluss in diesen Institutionen ringen zu müssen. Sie gründeten deshalb ihre eigenen. Zusätzlich zu diesen Institutionen, denen sich jedes Land anschließen kann, gibt es noch exklusive Regierungsclubs wie die G20. Hier kommen 5 wissenswerte Fakten über die G20. Erstens, die G20 ist ein elitärer Club. Dieser Club besteht aus 19 Ländern und einer Region der Europäischen Union. Ihm gehören traditionelle Mächte wie die USA und europäische Länder an, aber auch aufstrebende Mächte wie China, Indien und Indonesien. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gründeten die G20 im Jahr 1999, um den Folgen einer Finanzkrise in Asien zu begegnen. Hierfür wählten sie Länder mit großen Volkswirtschaften, zu denen sie ein gutes Verhältnis hatten. Im Jahr 2008 trieb die durch die USA ausgelöste weltweite Finanzkrise die Kosten für Lebensmittel und Treibstoff in die Höhe. Viele Menschen mussten hungern und verloren Arbeit, Heim und Einkommen.
In Erwiderung auf diese Krise hielt die G20 ihr erstes Gipfeltreffen ab. Die G20 bezeichnet sich selbst als das führende Forum für internationale Wirtschaftskooperation. Zweitens ist es oberste Priorität der G20, die Welt vor Finanzkrisen zu schützen. Um eine globale Depression abzuwenden, verpflichtete sich jedes Mitgliedsland der G20 zu einem bedeutsamen Ausgabenplan, besonders im Jahr 2009. Diesem gemeinsamen Stimulus während der großen Rezession wird allgemein zugeschrieben, eine Weltdepression mit verhindert zu haben. Allerdings hat sich die Weltwirtschaft nicht vollständig oder nachhaltig erholt. Die G20 arbeitet nicht mit der gebotenen Dringlichkeit an der Vollendung ihrer Finanzreformagenda, um eine erneute Krise abzuwenden. Es sind alarmierende Entwicklungen zu verzeichnen, wie etwa deutliche Einbrüche in Handel, Investitionen und Wachstumsraten und hohe Arbeitslosigkeit in vielen Ländern. Bis 2016 haben die Bemühungen der G20 um Wachstum und Investitionen überdies wesentliche Probleme wie Ungleichheit und Klimawandel praktisch ignoriert, obwohl diese untrennbar mit finanzieller Stabilität verbunden sind. Was ist eigentlich die G20? Im Interesse einer nachhaltigeren Zukunft müssen sich die Nationen dieser Welt sowohl den Chancen als auch den Bedrohungen der Globalisierung stellen. Dazu haben sie Institutionen eingerichtet, die einer Reihe gemeinsamer Ziele dienen. Insbesondere wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine Familie weltumspannender Institutionen gegründet. Das bedeutet, dass fast jedes Land der Welt ihnen angehört. Diese Institutionen begegnen globalen Herausforderungen, vergeben Entwicklungskredite und fördern finanzielle Stabilität. Die Vereinigten Staaten und Europa übernahmen das Steuer der internationalen Finanzinstitutionen. In letzter Zeit jedoch ist die Welt multipolar geworden. Länder wie Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, gemeinhin als BRICS bezeichnet, wurden es leid, immer um ihren fairen Anteil an Stimmen und Einfluss in diesen Institutionen ringen zu müssen. Sie gründeten deshalb ihre eigenen. Zusätzlich zu diesen Institutionen, denen sich jedes Land anschließen kann, gibt es noch exklusive Regierungsclubs wie die G20. Hier kommen 5 wissenswerte Fakten über die G20. Erstens, die G20 ist ein elitärer Club. Dieser Club besteht aus 19 Ländern und einer Region der Europäischen Union. Ihm gehören traditionelle Mächte wie die USA und europäische Länder an, aber auch aufstrebende Mächte wie China, Indien und Indonesien. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gründeten die G20 im Jahr 1999, um den Folgen einer Finanzkrise in Asien zu begegnen. Hierfür wählten sie Länder mit großen Volkswirtschaften, zu denen sie ein gutes Verhältnis hatten. Im Jahr 2008 trieb die durch die USA ausgelöste weltweite Finanzkrise die Kosten für Lebensmittel und Treibstoff in die Höhe. Viele Menschen mussten hungern und verloren Arbeit, Heim und Einkommen. In Erwiderung auf diese Krise hielt die G20 ihr erstes Gipfeltreffen ab. Die G20 bezeichnet sich selbst als das führende Forum für internationale Wirtschaftskooperation. Zweitens ist es oberste Priorität der G20, die Welt vor Finanzkrisen zu schützen. Um eine globale Depression abzuwenden, verpflichtete sich jedes Mitgliedsland der G20 zu einem bedeutsamen Ausgabenplan, besonders im Jahr 2009. Diesem gemeinsamen Stimulus während der großen Rezession wird allgemein zugeschrieben, eine Weltdepression mit verhindert zu haben. Allerdings hat sich die Weltwirtschaft nicht vollständig oder nachhaltig erholt. Die G20 arbeitet nicht mit der gebotenen Dringlichkeit an der Vollendung ihrer Finanzreformagenda, um eine erneute Krise abzuwenden. Es sind alarmierende Entwicklungen zu verzeichnen, wie etwa deutliche Einbrüche in Handel, Investitionen und Wachstumsraten und hohe Arbeitslosigkeit in vielen Ländern. Bis 2016 haben die Bemühungen der G20 um Wachstum und Investitionen überdies wesentliche Probleme wie Ungleichheit und Klimawandel praktisch ignoriert, obwohl diese untrennbar mit finanzieller Stabilität verbunden sind.